Es geht very much low Productions präsentiert das Amethyst 10 Abo Speziale. Die total bescheuerte, ausgedachte und schlecht synchronisierte Geschichte der Pupsomons Teil 1. Das ist Tragosso. Und das ist ein Anton. Beide zusammen sind beste Freunde. Hey Anton, hast du Bock, was zu unternehmen? Anton! Dicker, ich meinte, hast du Bock, was zu unternehmen, Mann? Mein Kopf tut weh. Bruh. Ja, okay. Lass losgehen. Anton und Tragosso machten sich auf den Weg ins Wassertal. Angekommen im Wassertal, machten sie auch eine stetige Begegnung. Denn vor ihnen standen die drei unglaublichen Räuber der Stadt. Guapo, Guaputi und andersrum. Auf jeden Fall haben sie ihren Namen vertauscht, weil sie wollen nicht wissen, wer wer ist und wer wohin geht. Und deswegen werden sie jetzt angreifen. Leg dich nicht mit uns an, sagte Guaputi. Wir sind hier die Krassesten, sagte Guapo. Hey Mann, ich kann echt gut Scheinen verteilen, Alter, sagte Quapsel. Ich bin nicht beeindruckt davon. Lass uns schnell abhauen. Warum habe ich jetzt die Stimme von ihm? Lass uns schnell abhauen. Tragosso und Anton entschieden sich abzuhauen. Aber als sie gerade abhauen wollten, begann Quapo eine Attacke. Er sprang in die Höhe, sodass Quapuzzi auch auf den Boden flog. Und gerade als er den Hieb er wollte ihn gerade attackieren, als plötzlich Garados aus dem Nichts auftauchte und die beiden rettete. Wir sind dir was schuldig, Garados. Du hast unser Leben gerettet. Aber keine Faxen, Mann. Ich bin Garados. Ich rette jeden. Tragosso, wir haben uns jetzt endlich gerettet. Anton. Ja, Mann. Ich weiß. Wir müssen jetzt aufpassen, wer jetzt kommt und so, weißt du? Nachdem die beiden weiterziehen wollten, fanden sie trotzdem wieder zwei neue Freunde. Einmal Kadabra Motorfahrer. Was geht? Ja, ich bin Kadabra Motorfahrer, Alter. Ich bin Entertainer. Und ich bin Hypno. Die vier chillten im Phantasialand und hatten nichts zu tun. Sie mussten überlegen, was jetzt weitergeht. Da schlug ihm Kadabra Motorfahrer vor, dass sie durch das Portal gehen sollen. Was im Portal zu finden ist, oder was auf der anderen Seite sie liegt, findet ihr in der nächsten Folge von Pupsomons. Danke.